Es ist leichter Lebenszeit und damit herzlich willkommen am Ende der Woche. Aber am Ende der Woche haben wir nochmal ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema für Sie. Denn es geht, und darüber reden wir ja schon seit einiger Zeit, um Spiritualität und Wissenschaft. Zwei Gebiete, die eigentlich wie Feuer und Wasser waren. So kann man es wirklich sagen. Denn mittlerweile ergänzt man sich, genauso wie in der Schulmedizin, die Homöopathie nicht mehr so in den Verruf gekommen ist oder mittlerweile man sogar auch zusammenarbeitet. Es geht heute um Wissenschaft, es geht heute um Spiritualität und deswegen ist der Herausgeber, Chefredakteur der Zeitung Tattva Viveka zu uns gekommen, Ronald Engert, der 25 Jahre, glaube ich, wirklich als spiritueller Mensch gelebt hat, heute bestimmt immer noch spirituell ist, aber auch auf die Suche gegangen ist nach Erklärungen. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wir waren ja beim Du angekommen, was du uns heute alles noch mal so ein bisschen erzählen kannst zwischen Wahrheit und Unterscheidung. Aber nicht nur das, sondern es geht auch um den spirituellen Schmuck. Und da haben wir eine Journalistin, die jetzt spirituell geworden ist, Gabriele Iasetta. Am Anfang konntest du ja mit Spiritualität eigentlich gar nichts anfangen, weil du als Wissenschaftlerin Erklärungen gesucht hast. Heute sagst du, naja, aber es funktioniert. Und manche Dinge, die kann man sogar auch wissenschaftlich erklären. Und damit es nicht zu intellektuell heute in der Sendung wird, ist der Holländer auch da. Der Danny. Ich weiß gar nicht, bin in der Sendung? Du bist in der Sendung heute. Ich wollte nur zuschauen. Nee, tut mir leid. Heute, so schnell kann es gehen. Es sind einige Gäste ja heute leider Gottes nicht gekommen, wegen dem Sturm, der durch Deutschland gezogen ist. Und deswegen musst du jetzt einfach... Ich bin gespannt, was du am Ende der Sendung hast du vorbereitet. Ich habe nichts vorbereitet. Manchmal muss Spontanität auch ausgezahlt werden. Ron, Tattva Viveka. Ich habe mich natürlich interessiert für diese Zeitung. Und auch da kriegt man ja eigentlich schon mit, dass in den Worten ja schon Spiritualität und Wissenschaft drinnen steckt. Sanskrit ist verarbeitet, das besteht ja für die Wahrheit. Und es geht aber auch um Unterscheidung. Ist es ein Aufklärungsmagazin, das hier erscheint alle drei Monate, wo man ja wirklich auch mal erfährt, was ist Spiritualität eigentlich wirklich und das auf eine logische Art und Weise? Also die zwei Welten, Spiritualität und Wissenschaft, sind natürlich erstmal was Verschiedenes. Und jetzt ist die Aufgabe, das zusammenzubringen. Und unser Ansatz besteht darin, einerseits auf jeden Fall mal seriöses Wissen und seriöse Inhalte aus den spirituellen Traditionen zu bringen. Buddhismus, Hinduismus, Christentum, Sufis, Schamanen, Aborigines, also aus allen Teilen der Welt, aus allen Kulturen. Und dann das zu kombinieren mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, also auch die Wissenschaft zu präsentieren, die Geisteswissenschaften und die Naturwissenschaften. Und dann suchen wir natürlich nach Verbindungsgliedern, nach Brücken und wo gibt es da irgendwie Korrespondenzen oder Ähnlichkeiten. Und beide suchen nach der Wahrheit zum Beispiel. Bist du jetzt mehr Wissenschaftler oder mehr ein der spirituelle Denker? Also mein Herz gehört der Spiritualität, glaube ich schon. Ne? Ich habe selber eine wissenschaftliche Ausbildung an der Uni absolviert, Philosophie und Germanistik, also kein Physiker oder so. Aber diese wissenschaftliche Arbeitsweise habe ich gelernt. Und das ist eine bestimmte Art von Denken und Schlussfolgern, wie man zu Erkenntnissen kommt, nach sauberen Methodiken, Argument und These. Also man stellt eine These auf und dann sucht man nach Argumenten oder auch nach empirischen Beweisen, je nachdem. Also es ist eine bestimmte Art und Weise, wie man denkt. Aber ich habe halt schon sehr früh an der Uni die Kabbala entdeckt, die heilige Schrift der jüdischen Mystik. Und habe gemerkt, dass es Philosophen gibt und Denker, die sich damit beschäftigt haben. Und dann habe ich einen Freund kennengelernt, der ist Physiker, der hat sich auch mit Spiritualität beschäftigt. Und dann habe ich festgestellt, dass es sehr viele Wissenschaftler gibt, die sich tatsächlich schon auch mit der Wissen der Spiritualität öffnen und geöffnet haben. Aber was ich ganz interessant finde, ist es so, dass man als, ich nenne es jetzt mal, spiritueller Wissenschaftler von dem Wissenschaftler trotz alledem ein bisschen belächelt wird? Immer noch? Ja. Also es ist durchaus noch ein Problem bei so richtigen, beinharten, materialistischen Wissenschaftlern, ist man da natürlich
nicht besonders hoch angesehen. Ne? Die denken dann schon, ja, das ist Hokuspokus oder Spinnerei. So. Aber sie haben ja selber keine Erklärungen für manche Dinge. Also die Wissenschaft steht ja auch vor einigen Rätseln, will es aber nicht zugeben, dass es vielleicht Dinge gibt, die man nicht erklären kann. Die haben sich halt dann eingeschränkt oder beschränkt auf diesen beweisbaren Bereich, ne? Den man messen und wiegen kann. So, ne? Und alles andere, was nicht in diesen Bereich fällt, wird komplett ausgeblendet. Aber den gibt es ja trotzdem. Ne? Und die Wissenschaft hat eigentlich einen Siegeszug dadurch gemacht, dass sie den ganzen Aberglauben, den es im Mittelalter gab, erstmal so entzaubert hat oder gezeigt hat, dass das vielleicht ganz reale Erklärungen gibt für viele Dinge. Ne? Mhm. Zum Beispiel eine geniale Erfindung der Wissenschaft ist, sind die Antibiotika oder dass die, nicht, sagen wir mal, nicht das, aber die Idee, dass es eine septische oder antiseptische Umgebung gibt, dass es Keime gibt, die sehr, sehr schädlich sind. Und wenn man die Sache sauber hält bei einer Operation und dann sterben viel weniger Leute. Ne? Das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis. Und früher hat man halt gedacht, ja, das sind irgendwelche böse Zauberkräfte, die den Mensch jetzt zum Tode gebracht haben oder die Krankheit sehr extrem verschlimmert haben und hat halt irgendwelche Zaubersprüche benutzt, aber die Wissenschaft hat gemerkt, nee, man muss einfach ein antiseptisches Umfeld schaffen, das sind Keime, Bakterien und so weiter und dann hat man ein Problem gelöst, ne? Und dadurch geht es uns heute viel besser. Aber die Wissenschaft kommt halt, je mehr sie entdeckt und je mehr sie rausfindet, umso deutlicher tritt eigentlich auch das Mysterium zutage, nämlich das, was man nicht wissenschaftlich erklären kann. Es sind ja Sachen, die sind vor vielen hundert Jahren schon angewendet worden, die erleben gerade einen Boom. Nehmen wir Hildegard von Bingen, nehmen wir die Kraft der Natur, die Heilsteine. Das sind ja alles Dinge, die auf der einen Seite als Hokuspokus gelten, aber doch auch von der Wissenschaft nicht abgelehnt werden. Ja, also man kann halt jetzt auch mit den neueren wissenschaftlichen Methoden viele Dinge erklären, die man bisher halt nicht erklären konnte, ne? Wie zum Beispiel auch Homöopathie, wobei da gibt es ehrlich gesagt noch keine wirkliche Erklärung. Ich habe letztens mit einem Quantenphysiker ein Interview gemacht für unser Symposium, Professor Dr. Thomas Görnitz, der also jetzt so weit ist, dass er das Bewusstsein mit quanteninformatorischen Erklärungen darstellen und erklären kann und sagen kann, dass es das existiert. Ne? Also es gibt da eine Brücke jetzt. Aber ich habe ihn auch gefragt, ja, wie ist es mit der Homöopathie? Weil das ist ja die Information, die da wirkt. Ne? Es ist ja überhaupt gar kein Molekül mehr von der Heilsubstanz in diesem Globuli oder in diesem Tröpfchen drin. Und trotzdem wirkt das. Ne? Also das ist eine pure Informationsebene, die da wirkt. Und der Professor hat gemeint, also es gibt noch keinen wirklichen Beweis oder eine empirische Studie, die das so eindeutig belegt. Ne? Aber da sind wir nämlich genau an der Grenze der Forschung. Das wird irgendwann auch gerade mit der Quantenphysik zu erklären sein. Aber was mir dann natürlich gerade, wenn es um homöopathische Mittel geht, sofort natürlich in den Sinn kommt, ist auch sowas wie der sogenannte Placebo-Effekt. Das bedeutet, auch der ist ja nicht wirklich erklärbar. Ja. Aber in uns stecken Kräfte, die wir uns auch nicht erklären können. Genau. Trotzdem wissen wir, dass wir sie loslösen können. Ja, das ist ja das, wo die Seite, von der die Spiritualität kommt. Die sagt halt erstmal, ja, du bist ein spirituelles Wesen. Ne? Du hast ein Bewusstsein, aber du hast so eine spirituelle Seelenkraft. Ne? Du bist ein ewiges Wesen oder irgendwas Nicht-Materielles. Nicht nur reduzierbar auf Chemie und Physik und Elektrik. Ne? Mhm. Also da sind geistige Kräfte am Werk. Und das ist natürlich jetzt für mich als spiritueller Mensch auch eine Tatsache, also für mich ist das evident, dass das so ist. Und es gibt tatsächlich immer noch so eine Lücke zwischen diesen beiden Welten. Ne? Wo ist genau das Verbindungsglied zwischen diesem geistigen Bewusstsein, diesen geistigen Kräften, Heilkräften des Heilers, ja, oder die Fähigkeit, irgendwelche Vorhersagen zu machen, ne? Oder eben das Bewusstsein des Menschen auf den Körper wirkt. Ne? Aber es ist ja eigentlich evident, ich bewege mich, der Körper bewegt sich, aber was ist es, was das bewegt, diesen Körper? Ne? Das ist ja irgendwie die Seele letztendlich. Ne? Aber da tut sich die Wissenschaft natürlich sehr schwer, weil
das ist dann nur eine Behauptung für die, das kann man nicht beweisen in dem Sinne. Aber freut man sich darüber, also als Wissenschaftler oder eher als spiritueller Mensch, dass es Dinge gibt, die man einfach nicht erklären kann? Ja. Also das muss ja für jemanden eigentlich auch so ein Erfolgserlebnis sein, der sich selber mit Wissenschaft auskennt, aber doch auch ein spiritueller Denker ist und man sagt, ja, probiert's, aber es gibt keine Erklärung. Ja, ja. Damit muss man leben, oder das kann eigentlich was sehr Schönes sein, ne, dass eben das Leben ein Mysterium ist und dass es irgendwo immer wieder ein Stückchen gibt, das wir noch nicht erklärt haben. Ne. Es geht ja immer weiter. Wir erklären immer mehr oder verstehen immer mehr von dem Leben. Und trotzdem tun sich dann wieder neue Fortsetzungen auf, ne, von noch nicht Erklärtem, noch Mysteriösem. Und das ist auch für den Wissenschaftler, für einen redlichen Wissenschaftler kein Problem, weil der gar nicht den Anspruch hat, alles zu erklären. Mhm. Er ist ja ein Forscher, er will ja genau das, was noch nicht erklärbar ist oder das Unbekannte, das will er ja finden und untersuchen. Ja. Und er ist da offen für jedes Ergebnis. Ne? Ich finde es toll, dass es so viele unbekannte Kräfte gibt, die auf uns wirken. Man muss nicht immer alles, finde ich, im Leben erklären. Ja, genau. Auch wenn ihr probiert, natürlich schon auch Licht ins Dunkel zu bringen. Genau, es gibt eine wunderbare Zeitung, die gerade für Menschen, die eben auch spirituell denken, aber doch ein bisschen mehr Wissen auch aufbauen wollen, nämlich die du auch als Herausgeber mitgebracht hast, das war WWK. Es ist keine Zeitung, wo man wirklich sagt, die hat jetzt eine Auflage wie eine große Zeitung mit 4 Buchstaben. Aber es ist eine Zeitung, die natürlich auch sehr interessante Themen verbreitet und vielleicht sogar auch manchmal das Unmögliche erklärt. Wer Interesse hat, der kann natürlich über Tatva Viveka einiges erfahren im Internet, aber nicht nur dort, sondern es ist auch da angekommen, dass die Welt des Papiers langsam zu Neige geht und man doch die digitale Welt bevorzugt. Und es gibt auch etwas, das nennt sich das Online-Symposium. Das heißt, da treffen sich im Internet quasi die Querdenker, die Menschen, die über Leben und Dinge philosophieren, zusammen. Und wie das so aussieht, darüber unterhalten wir uns natürlich auch. Und über diesen Wandel, weil den finde ich so spannend. Man bekommt ihn Gott sei Dank mit, diese Offenheit der Menschen. Und dass es eben Dinge gibt, die man noch nicht erklären können. Du hast vorhin das Mysterium angekündigt und deswegen haben wir uns gedacht, da passt natürlich heute eine DVD sehr, sehr gut dazu. Die Übersinnlichen nämlich. Da sind Geschichten enthalten auf einer DVD gebrannt, wo es wirklich um Dinge gibt, die passiert sind, die man sich nicht erklären kann. Und ich finde, es ist immer sehr spannend, in solche Themen einzusteigen. Und das können Sie, wenn Sie bei unserer Verlosung mitmachen, denn dann bekommen Sie diese wunderbare DVD zugeschickt. Wir wollen heute wissen, was möchte Ronald Engert gerne vereint sehen? Ist es wieder mal Thomas Anders und Dieter Bohlen oder ist es doch eher die Wissenschaft und die Spiritualität? Ich denke, die Frage ist lösbar. Wobei, ich habe über den Musikgeschmack noch nicht nachgeforscht. Kommen wir später noch zu. Unter den eingeblendeten bekannten Telefonnummern sind wir wie immer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erreichen. Bis 15 Uhr ist unser Anrufbeantworter geschaltet. Sie müssen wie immer 18 Jahre alt sein, um an der Verlosung teilzunehmen. Und wie immer muss ich Sie noch mal kurz darauf hinweisen, dass der Anruf aus dem deutschen Festnetz 50 Cent kostet, dass es mobil gegebenenfalls auch etwas teurer sein kann. Jetzt geht es weiter mit einer Frau, die, glaube ich, alles bestätigt, was du gerade gesagt hast. Sie ist selber nämlich Wissenschaftlerin gewesen, also Journalistin im wissenschaftlichen Bereich, hat aber dann auch irgendwann mal durch eigene Erfahrungen die Spiritualität entdeckt. Und jetzt kombiniert sie das auch auf eine wunderbare Weise, nämlich in ihrem intelligenten Schmuck. Um wen geht's? Natürlich Gabriele Iasetta. Ein toller Gast, oder? Also eigentlich spricht er ja viele Dinge gerade an. Ja, du kannst ja nachher noch dich zu uns gesellen, denn du bist natürlich auch auf der einen Seite ein neugieriger Mensch und hast über deine Erfahrung im wissenschaftlichen Bereich die Spiritualität auf eigene Art und Weise kennengelernt, denn du wolltest wissen, was steckt dahinter. Genau. Und hast dann gemerkt, dass es Dinge gibt, die passieren einfach und die tun den Menschen gut. Und da geht es um Kräfte. Und heute hast du wieder ein Produkt mitgebracht,
gemacht, dass wir die Emotion-Kette nennen, beziehungsweise du nennst sie die Emotion-Kette. Und die haben wir heute wirklich, ich kriege gerade aus der Regie gehört, das war ja vorhin ein Zeichen, wer heute Morgen den Astro-TV-Shop gesehen hat, der hat vielleicht gesehen, dass sich da irgendwie... Die hat sich immer reingedrängt. Ja, aber diese Woche bestimmt 3 oder 4 Mal hat sich auf unerklärliche Art und Weise immer diese Emotion-Kette mit reingeklinkt. Und dann hast du gesagt, okay, ich bin ein Bauchmensch, dann ist es so, dann präsentieren wir sie heute halt bei Leichter Leben. Genau, ein wunderbares Produkt, ein Zeichen. Ein unerklärliches. Und vielleicht ist es nur ganz persönlich für Sie, dass ich es jetzt heute hier präsentiere, denn die Emotion-Kette steht natürlich dafür, dass man wieder ins emotionale Gleichgewicht kommt. Und das ist natürlich oft, wenn man in Lebenskrisen ist, egal aus welchem Grund, ob man einen Menschen verloren hat, ein Tier, oder ob man schon lange sehr einsam lebt oder eben einfach nicht aus seiner Emotion geworfen ist. Und dafür habe ich diese Emotion-Kette entwickelt. Sie können sich vielleicht daran erinnern, das ist eines meiner ersten Schmuckstücke. Und dann habe ich sie voriges Jahr, ja fast das ganze Jahr getragen, weil bei mir auch emotional sozusagen etwas aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Hat mich zwar gar nicht selbst betroffen, aber von meiner besten Freundin ist ja voriges Jahr der Sohn gestorben. Und das hat mich auch so gepackt, weil ich sie gar nicht irgendwie trösten könnte, wenn mir die Worte gefehlt haben, weil was soll man einer Mutter sagen, die ihr Kind verliert? Also, und da ist man so sprachlos. Und da hat mir diese Emotion-Kette sehr geholfen, wieder in meine Sprache zu kommen und ihr auch wieder eine Stütze zu sein. Denn diese Emotion-Kette, die besteht aus einem Amethysten. Einen sehr großen sozusagen. Also der ist schon so seine 10, 11 Millimeter groß. Der ist geknüpft und... wir wissen, wenn Sie mir schon öfters hier zugehört haben, der Amethyst ist ein ganz wichtiger Stein, denn alles, was in unseren 70 bis 80 Billionen Körperzellen sozusagen negativ schwingt, das kann der Amethyst so wieder in die Harmonie hineinbringen. Der gleicht also alles Negative ins Positive um, der dreht das sozusagen und deswegen ist es eben ein ganz wichtiger Stein. Hier arbeite ich aber eben auch noch mit der Energie der Worte nach dem Prinzip von Masaru Emoto, der ja durch seine Wasserkristallfotografie gezeigt hat, dass Worte auf Wasser eine Wirkung haben. Wir Menschen bestehen zum Großteil aus Wasser und wenn wir die Worte auf uns richten und die sind eben auf der Rückseite, also sozusagen auf der Seite, die auf der Haut bei uns aufliegt und vertieft, also durch die Haut können wir das sehr gut auf unsere Zellen aufnehmen und da stehen die Worte Liebe. Also natürlich, dass man auch die Selbstliebe wieder aufbaut, denn wenn man in der Liebe auch wieder schwingt und sich selbst liebt, dann kommt auch wieder Freundschaften in Gange, dann kommen auch wieder vielleicht eine Liebe zusammen. Und dann steht das Wort Vertrauen darauf eingeprägt, dass man auch wieder Vertrauen ins Leben hat, Vertrauen in sich selbst, Vertrauen, dass es ins Positive weitergehen wird. Also einfach dieser Aufbauprozess, wenn es einem schlecht geht, dann braucht man jemanden, der einem so unterstützt und dass man eben wieder ins Vertrauen kommt, dass es positiv weitergehen wird. Und deswegen das Wort Vertrauen. Und dann natürlich das Wort Harmonie, damit wir wieder in unsere innere Harmonie, in unser Gleichgewicht kommen. Die Kette gibt es in 2 verschiedenen Längen. Die gibt es in der Länge 40 und in der Länge 45 cm, jeweils auch noch dran mit einer 10 cm Verlängerungskette. Diese Kette ist also für alle, die vielleicht, und deswegen, vielleicht haben Sie gerade jetzt hier auch, sagen, ja, das ist genau die Kette, mir geht es gerade nicht so gut. Denn wenn wir in unserem emotionalen Gleichgewicht gestört sind, dann ziehen wir ja sozusagen auch immer wieder noch ja, nicht das Allerbeste an. Das, weil wir senden aus, Resonanzgesetz gibt uns recht. Und deswegen, das ist so wie mit dem linken Fuß aufgestanden, dass man wieder sozusagen mit dem rechten Fuß ins Glücks hineinkommt, dass man wieder ins emotionale Gleichgewicht hineinkommt, dafür steht diese Kette. Sie soll ganz nahe, auch, also wirklich am Hals, soll keine Longkette sein, deswegen auch die verschiedenen Längen und 40 ist ja eine relativ kurze Länge, dass die wirklich
anliegt, denn im Hals haben wir natürlich unsere Halschakra, was für die Sprache wichtig ist, unsere Schilddrüse, die für die Emotionen auch zuständig ist. Und damit wir auch, und du hast ja eine Zeit lang, war das ja auch deine Lieblingskette, das ist auch für Menschen wichtig, die viel reden müssen, die auf der Bühne stehen, die Vorträge halten, die gut kommunizieren müssen, dass die anderen sie gut verstehen. Da bin ich wieder bei der Wissenschaft, die machen das oft sehr schwierig. Und dass man die leichten Worte findet. Aber die spirituellen Menschen natürlich auch. Die Astrologen reden auch nicht in der einfachsten Sprache. Ja. Und die müssen auch des Öfteren mal übersetzt werden. Genau. Also für jeden Wissenschaftler und schwierigen Astrologen auch gut, dass das Gegenüber nämlich das wirklich auch mitbekommt, was möchte ich denn sagen? Die einfachen Worte zu finden, die richtigen Worte zu finden. Also für jeden Menschen, der viel in der Kommunikation arbeitet, der viel mit Menschen zu tun hat, ist es auch ein ganz ein wichtiger Unterstützer, die richtigen Worte zu finden. Und Worte sind so wichtig in unserem Leben. Also Worte können uns aufbauen, die können uns aber auch niederschmettern. Auch da haben wir Empfindungen und es sind ein paar Worte, die wirklich auch Menschen verändern können. Und hier haben Sie natürlich drei wunderbare Worte, mit denen Sie sich verbinden können, nämlich die Worte Liebe, Vertrauen und Harmonie, gepaart in einem wirklich sehr, sehr schönen, sehr, sehr edlen Schmuckstück. Denn es sind hier keine Glassteine, sondern es sind hier Amethysten. Das heißt, es sind hier auch wieder, wir haben vorhin über die Kraft der Natur geredet, hier kriegen Sie die geballte Kraft der Natur. Es ist dunkle, schöne Amethysten, die richtig so violett scheinen. Genau, und ja, auch richtig violett schreien. Das heißt, sie müssen ja auch schreien, nämlich die bösen Dinge wieder ins Gute umkehren. Genau. Es ist wieder ein hochwertiges Produkt, wie wir es natürlich von Gabriele kennen. Geknüpfte Kette. Genau. Und Sie können heute wieder natürlich zu tollen Preisen einkaufen. Anstelle von 99 Euro für 78 Euro gibt es diese Kette. Und irgendwie musste die heute vorgestellt werden. Und der Herr Gerhard, der sitzt natürlich jetzt wieder am Telefon. Ich muss einmal kurz zu der Bestellnummer etwas sagen. Es kann sein, und es gibt so viele, die jetzt anrufen, weil sie mit Gerhard ein bisschen flirten wollen und sich natürlich informieren wollen, dass er gerade nicht ans Telefon geht, das heißt, dass sie nicht direkt durchkommen. Bitte die Nummer notieren. Der Herr Gerhard ist bis heute Abend unter dieser Nummer zu erreichen. Das heißt, da können Sie natürlich auch noch bestellen. Es wirkt nämlich dann so, als würde niemand abheben, aber er telefoniert dann gerade mit jemand anderem. Probieren Sie es einfach für eine Viertelstunde später sozusagen nach wienerischer Art oder auch eine halbe Stunde. Er ist bis 18 Uhr wirklich gut erreichbar. Genau, und dann können Sie sich die Emotionskette, die Emotion-Kette nach Hause holen. Es ist ein Schmuckstück, das es so lange bei dir schon gab und da sieht man wieder, dass du auch wirklich deinen Schmuck nutzt, um mit ihm zu arbeiten, denn ich habe sie wirklich auch erst im letzten Jahr kennengelernt. Du hast sie davor noch nie in den Shop oder auch nie hier bei uns präsentiert. Aber da war es einfach so notwendig. Und es war der Zeit. Es war die Zeitqualität auch wieder, dass die Menschen danach geschrien haben und heute, da hatten wir diesen Wink mit dem Schicksal irgendwo, dass man heute am letzten Tag, den du hier in Berlin bist, auch nochmal den Hinweis bekommen wegen haben. Wegen Ihnen, die Sie gerade zuschauen, vielleicht haben es nur wegen Ihnen präsentiert, war dieser Wink des Schicksals genau für Sie da, dass ich deswegen die Emotion-Kette heute für Sie ausgewählt habe. Genau, deswegen profitieren Sie auch von dem tollen Preis, 78 Euro für wirklich ein tolles Schmuckstück, das viele auch unserer Berater zum Beispiel tragen. Viele haben mich, nachdem ich sie mal umgehabt habe, wirklich sofort darauf angesprochen, weil sie aufgefallen ist, weil sie eben gleich so eine Kraft ausgestrahlt hat und wollten sie dann auch sofort haben. Stefanie Kralewski, Kerstin Pieper, um nur ein paar Namen zu nennen, die sich auch mit dieser positiven Emotion umgeben haben. Worte, das ist etwas, was auf unseren Körper immer positiv fließt. Genau. Und es sind ja mittlerweile, bist du ja nicht die Einzige, obwohl die Erste, aber nicht die Einzige, die mit der Kraft der Worte arbeitet. Genau, vor 13 Jahren war ich die Erste, die mit Schmuckstücken hergestellt hat, mit Energie der Worte. Heute, wenn Sie zu einem Juwelier gehen, gibt es ganz viele, aber die wenden es nicht richtig an, denn die Worte müssen ja durch die Haut auf unsere Zellen wirken und das haben die noch nicht kapiert. Ja, wobei manchmal tut es auch gut, also selbst die Lebensmittelindustrie arbeitet mit der positiven Ausstrahlung der Worte. Es gibt jetzt eine Glücksmarmelade und was gibt es Schöneres, als morgens den Kühlschrank aufzumachen und sich zu überlegen, ich esse ein bisschen Glück heute, oder? Dann geht es einem doch gleich wieder ein bisschen besser, vielleicht erklärbar, vielleicht aber auch nicht. Zumindest ist es was Positives, was unser Leben ein bisschen leichter macht. Und diese Leichtigkeit, die können Sie holen. Denken Sie dran, der Herr Gerhard, der wartet jetzt auf Ihren Anruf unter der eingeblendeten Telefonnummer, wenn er nicht sofort abhängt.
nimmt, bitte nicht aufgeben, sondern einfach später nochmal probieren, Nummer aufschreiben und holen Sie sich dieses schöne Schmuckstück für diesen schönen Preis auf jeden Fall nach Hause, denn es ist der letzte Tag. Ich sage Bussi Baba bis Ende November, da ist Gabriele Iasetta wieder bei uns und dann können Sie sich natürlich auch schon wieder auf sie freuen. Ja, da freue ich mich auch. Ich mich auch. Wie immer. Bussi Baba. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Ronald Engert ist heute zu uns gekommen. Er ist Herausgeber und Chefredakteur einer Zeitung, von der Sie vielleicht schon mal was gehört haben, wenn Sie sich für das Thema Spiritualität und Wissenschaft interessieren. Denn eigentlich willst du, Ron, den Menschen zeigen, dass es zwei Welten sind, die aber durchaus verbunden werden können miteinander. Man muss sich einfach darauf einlassen. Der Wissenschaftler muss vielleicht ein bisschen zugänglicher werden zum spirituellen Menschen und umgekehrt. Ja. Und es funktioniert, denn ihr habt wirklich etwas, wo man sich austauschen kann, wo man vielleicht auch mysteriöse Dinge so ein bisschen mal hinterfragt und nachgeht. Ja. Was meinst du jetzt mit dem Austausch? Mit eurem Symposium. Genau, das heißt, Menschen, die sich dort treffen, die vielleicht ein bisschen philosophieren, ein bisschen schon auch mehr erfahren wollen, weil Offenheit besteht ja. Also wir haben das jetzt ausgerufen. Das wird am 20. Oktober starten im Internet als Online-Symposium. Geht bis zum 29. Oktober. Es werden jeden Tag so 3 bis 4 Interviews oder Gespräche ausgestrahlt mit Experten aus den Bereichen Wissenschaft, Spiritualität und Sehen 2.0. Wobei das Sehen, das geistige Sehen für uns eine Verbindung dieser beiden Welten auch darstellt. Oder, wenn man es nicht so hoch ansetzen will, eine dritte Art des Zugangs, wo wir aber eben die Zukunft drin auch sehen. Also die Wissenschaft ist ja die rationale Erkenntnis. Die Spiritualität ist das, was man so glaubt erstmal. Und früher gab es ja schon die Seher und Seherinnen, die so ein intuitives Wissen hatten, ne? Die aber so ein Wissen halt auch hatten über die Wahrheit oder über das, was hinter dem Schleier so, hinter den Erscheinungen so geschieht. Ne? Wie man es ja auch sagt, Menschen hatten früher im Mittelalter vielleicht Angst vor den Hexen, weil das ganz weise Frauen waren. Genau. Aber die haben natürlich Ängste bei dem normalen Volk verbreitet, weil man wirklich dachte, das ist Magie. Dabei haben sie sich wirklich nur auf Dinge berufen, die aus der Natur natürlich auch kommen. Genau. Und das ist auch eine Art von Erkenntnis, also von Wissen. Ne? Es ist kein Glaube und kein Aberglaube. Das wurde dann so diskreditiert und schlecht gemacht von der Kirche hauptsächlich, dann später auch von der Wissenschaft. Ne? Aber da ist es immer irgendwie verloren gegangen oder unterdrückt worden. Und ich glaube aber jetzt von meinem Ansatz her, wo ich das ja auch verbinde, diese beiden Welten, dass da ein dritter Weg ist, ne, der das dann zusammenbringen kann. Ja. Wird es da hoch hergehen? Also man denkt ja immer früher, vor 10 Jahren hätte man einen Wissenschaftler mit einem Menschen, der das Spirit in sich trägt, zusammengetragen, dann wäre das zu einer großen, hitzigen Diskussion gekommen. Erwartet ihr sowas auch oder glaubt ihr, dass die Welt sich jetzt wirklich auch verbindet und man zugänglicher wird? Also wir haben mehrere Podiumsdiskussionen schon gemacht, das wird ja aufgezeichnet, das ist kein Live-Format in dem Sinn, sondern wir haben die aufgezeichnet und da haben wir die Vertreter aus den verschiedenen Welten zusammengebracht. Ne? Zum Beispiel einen Gehirnforscher und einen Schamanen und eine Seherin. Ne? Und so haben wir so 4 von diesen Podiumsgesprächen zu unterschiedlichen Themen schon mal ausgerichtet. Und das war schon sehr interessant zu sehen, wie diese verschiedenen Zugänge zur Welt und zur Wirklichkeit so aufeinandertreffen, ne? Wie die mit einer ganz anderen Sprache sprechen. So. Eine Frau zum Beispiel, die sehr lange in Indien gelebt hat und meditiert und Rituale macht und also sehr, sehr spirituell ist, ne? Die wir dann mit dem Gerald Hüther, diesem bekannten Gehirnforscher und Biologen, und mit einem Psychologen
zusammengesteckt haben und die mussten sich dann über das Thema Potenzialentfaltung unterhalten. Ne? Man sah schon große Unterschiede, aber ich muss auch sagen, wir haben natürlich Leute ausgewählt, die schon Affinitäten haben zu beiden Welten. Mhm. Also unsere Wissenschaftler sind offen für Transzendenz, für Spiritualität. Wir haben zum Beispiel einen Professor Dr. Matthias Beck, der ist gleichzeitig Mediziner und Theologe. Der ist Professor an der Universität in Wien. Passt dann auch zu unserer Schmuckdesignerin, genau. Die kommt ja auch aus Österreich. Verbinden wir auch hier wieder alles miteinander. Und das ist ein total interessanter Mann, ja, weil der einerseits diese theologische Ausbildung hat und auch glaubt, ja, aber auch ein Experte für Epigenetik ist. Ne. Das ist eine sehr neue Wissenschaft, die eine Weiterentwicklung zur Genetik ist, also dass die Gene unser Leben steuern. Ne. Das ist ja so eine typisch biologistisch-materialistische Ansicht. Naja, das sind die Gene, die steuern uns und so ist das halt alles hier erklärbar, ne? So über Chemie und Moleküle. Ja. Aber jetzt hat man schon rausgefunden, die Epigenetik, das sind Stoffe, Methylketten, die Gene wieder steuern. Ne? Aber wer steuert jetzt diese epigenetischen Wirkungen? Ne? Und letztendlich ist es immer der Geist, der das steuert. Mhm. Ja? Und das kapieren die Wissenschaftler langsam. Also dass es irgendwann mal eine Seite gibt im Internet, die sich www.wissenschaft-und-spiritualität.de nennt, das wäre vor ein paar Jahren wirklich noch grotesk. Mittlerweile ist es aber wirklich eine Möglichkeit, sich zu informieren, Gedankenaustausch auch zu betreiben und auch mal zu hinterfragen. Also es findet dieses kostenlose Online-Symposium vom 20. bis zum 29. Oktober in diesem Jahr statt, mit wirklich namenhaften Menschen auch. Rupert Sheldrake zum Beispiel haben wir auch dabei. Oder Thomas Görnitz. Und dann haben wir eben auch so ein paar spirituelle Größen, Thomas Young zum Beispiel oder Nana Nauwald, eine tolle Schamanin. Also wir haben aus den verschiedenen spirituellen Kulturen, auch von den Rosenkreuzern haben wir Leute, zwei oder so ein Natur für abendländischen Schamanismus, ein Mann, den Norbert Paul und ich finde das toll, weil die Welt, die soll sich ja auch immer mehr vereinen. Und ich meine, vor 10 Jahren, als der Sender oder vor 13, als der Sender AstroTV gegründet wurde, da hätte, glaube ich, keiner geglaubt, dass wir mal einen Wissenschaftler hier sitzen haben, der Spiritualität auch offen gegenübersteht. Und das ist eine tolle Veränderung, denn es gibt Möglichkeiten, und zwar hier oben drinnen, die wir alle nutzen können. Wir brauchen einfach nur ein bisschen mehr Aufklärung und das Wissen darüber, dass wir Dinge wirklich schaffen können. Ich komme gleich noch mal zu dir, weil ich finde das wirklich sehr, sehr spannend. Und ich frage natürlich mich auch, warum diese Zeitung nur eine so kleine Auflage für Deutschland hat. Ihr seid so zwischen 4.000 und 5.000 Exemplare, die alle 3 Monate erscheinen. Ich denke, es ist wahrscheinlich auch irgendwann mal an der Zeit, dass diese Zeitung sich mehr verbreitet. Und auch hier kriegen Sie natürlich mehr Informationen im Internet. Jetzt machen wir ein kurzes Päuschen und danach geht es direkt weiter, man mittlerweile eben auch Spiritualität und die neuen Medien nutzt. Und das machst du natürlich, Ron, aber das macht auch unsere Gabriele Iasetta, denn die ist auch ein ganz großer Fan dieser ganzen neuen Social-Media-Dinge. Ich sehe es als meine besondere Berufung, sie ein Stück ihres Weges zu begleiten. Unter anderem bin ich Expertin in Beziehungs- und Partnerschaftsfragen, sowie wenn es um die Fragen ihrer Kinder und Enkelkinder geht. Selbst in einer Ehe und Partnerschaft, Mutter von 6 Kindern und 6 Enkelkindern, unterstütze ich sie auch dabei. Das Wort Problem bedeutet für mich, lass mich das, was ich habe, anschauen, um dann eine Lösung zu finden. Und in jeder Situation gibt es eine Lösung. Ganz gleich welcher Art. Es gibt immer eine Lösung. Ich kann immer schauen, wohin mich der Weg führt, damit die Kunden dadurch besser zurechtkommen und vor allen Dingen auch ihre Träume nicht verlieren. Bevor du heute zurück nach Wien fliegst, wollen wir natürlich auch mal
sagen, dass du auch jemand bist, der den neuen Dingen natürlich auch sehr offen gegenüberstehst. Facebook, das ist so eine Sache, die hat man schon seit 10 Jahren irgendwie in Angriff genommen. Jeder kennt Facebook. Wobei man auch da sagen muss, da hat eine Entwicklung stattgefunden. Facebook ist für mich ein bisschen veraltet im Gegensatz zu Instagram, stimmt. Vor allem was Kommunikation anbelangt. Facebook ist so eine böse Seite mittlerweile geworden, oder? Im Internet, wenn es um Social Media geht. Das stimmt, obwohl kann ich jetzt von meinen Begleitern sozusagen nicht behaupten, aber insgesamt hört man immer wieder, dass Facebook sehr viele aufs Tablett bringt, die sehr oft gerne über andere schimpfen. Die einfach nur schimpfen wollen, aber wir leben ja in dieser neuen Zeitqualität, die irgendwann mal entstanden ist und jetzt gibt es Gott sei Dank etwas, Social Media mäßiges, nämlich Instagram. Früher hat man gesagt, das ist eine Plattform gerade für die Jugend. Das heißt, ab 25 ist Instagram nichts mehr. Wir sind also raus aus diesem Alter. Aber wir kommen wieder rein. Ja, wir sind ja die neue Generation. Also wir sind ja die 39er, kann man quasi schon sagen. Aber es ist schon etwas, wenn man sich mit Dingen beschäftigt. Und darum geht es ja auch ganz oft bei dir in den Sendungen. Man bleibt natürlich, wenn man sich dem Neuen nicht ganz so verschließt, offen und natürlich auch hier oben jung, oder? Jung, ja, genau. Mhm. Ja, das ist wahr. Also deswegen bin ich natürlich auch auf Instagram. Natürlich, man kann dich auch verfolgen. Also ich habe jetzt mal deine Seite hier aufgeschlagen. Also man kriegt natürlich einen Einblick so ein klein wenig in dein Privatleben, aber natürlich auch viel, was deine Arbeit anbelangt, was deinen Schmuck anbelangt zum Beispiel. Wer meinen Schmuck alle trägt. Genau, auch das. Aber es ist schon auch eine Seite und man darf keine Angst davor haben. Ne? Also wir verschließen uns manchmal, weil wir es vielleicht beim ersten Mal noch nicht verstanden haben. Das hat bei mir auch gebraucht. Genau, wollte ich gerade sagen. Also es hat bei mir auch gebraucht, aber immer wenn man dann neben jemand sitzt, der gerade was macht, dann sagt, wie geht denn das eigentlich? Also die 24-Stunden-Story, die habe ich überhaupt nicht kapiert am Anfang bei Instagram. Also Sie können sich natürlich auch bei Instagram natürlich verbinden mit Gabriele Iazetta, aber worum es eigentlich geht und was wir eigentlich heute mal so bereden wollen, ist, dass man den neuen Dingen auch aufgeschlossen gegenübertreten sollte. Also du bist auch jemand, die sehr viele Apps benutzt und es gibt eine App und deswegen sitzt du heute hier, weil von der bist du total begeistert und hast neulich zu mir gesagt, warum redet ihr eigentlich so gar nicht mehr über diese App, weil das ist meine Lieblings-App, die ich ganz oft benutze, nämlich unsere Astro-TV-App. Genau, immer wenn ich irgendwo im Zug sitze oder irgendwo hinfahre, habe ich meine Kopfhörer und schaue mir Astro-TV an. Und das finde ich so toll, dass man es eben überall anschauen kann. Nur mit dem Handy hat man es dabei und kann immer live zuhören, die Shops sehen, aber auch die Beratungen. Ich finde das wirklich toll. Und für mich ist das beim Zugfahren oder wenn ich irgendwo als Beifahrer mitfahre, die beste Unterhaltung. Ja, und das Schöne ist, es ist im Endeffekt auch etwas... Es ist immer Live-Fernsehen. Ja, und nicht nur das, dass man es als Live-Fernseh-App wirklich dabei hat, sondern sie haben auch wirklich ihre eigene Programmzeitung dabei und vielen geht es ja wirklich so, die sagen, ich würde gerne wissen, welcher Berater ist, wann wirklich auch mal zu sehen. Und dann gibt es eben auch verschiedene Möglichkeiten, die Apps zu nutzen und zu gucken über dem Programm Vorschau zum Beispiel, wer in der nächsten Zeit hier bei uns bei Astro TV sein wird. Genau, das nutze ich auch immer. Immer wenn ich weiß, ich komme in der und der Woche, schaue ich immer nach, wer ist denn da, wie ich mich auch kenne. Aber man kann auch sagen, manchmal sind wir nicht ganz so up to date, aber das liegt auch eher am Wirbelsturm. Mir bei einem würde ich sagen, der Xaver, der über Berlin hinweg gerauscht ist. Denn manchmal gibt es natürlich kurzfristige Änderungen und im Moment sitzen tatsächlich die Menschen, die man hier ankündigt, einfach irgendwo fest, weil es ist kein Reinkommen nach Berlin. Also Christian Scheurer, glaube ich, findet zwischen 16 und 17 Uhr heute nicht statt. Das kann ich schon mal aufklären. Und Thomas Raschke ist auch irgendwo noch auf dem Weg hierher, aber der hängt auch noch an irgendeinem Bahnhof fest. Ja, man kommt nicht rein und nicht raus. Du fliegst, ja? Ja. Sei froh, dass du keinen Zug benutzen musst. Ach so, aber Flieger geht, oder? Naja, das wissen wir nicht, das ist die Katastrophe mit Air Berlin. Angst. Also selbst da ist es im Moment mutig irgendwie. Ansonsten bleibst einfach noch ein paar Tage da. War ja schön. Christian Scheurer kommt. Vorhin hat mir noch die Chefin gesagt, das könnte auch sein, dass es knapp wird. Also laden Sie sich die Astro TV-App runter und lassen sich immer mal wieder überraschen, ob wirklich derjenige dann da sitzt, der angekündigt wird. Aber zu 99% wirklich funktioniert das. Spiritualität goes neue Medien. Und das finde ich ist auch was ganz Wichtiges. Denn Spiritualität bedeutet ja nicht ein eingestaubter Geist, sondern ganz im Gegenteil, finde ich. Offen für alles. Offen für alles. Das sind
spirituelle Menschen, der Spirit sozusagen. Wir reden gleich weiter. Du hast ja wahrscheinlich auch hier sehr zugehört und ich habe das Gefühl, du wirst auch einen Blick nachher in die Zeitschriften werfen, denn das ist natürlich auch ein Thema, das dich sehr interessiert. Ich kenne die Zeitschrift sogar. Du kennst sie sogar. Kannst du mal sehen. Ron, kennst du einen intelligenten Schmuck von der Gabriele Iasetta? Na, dann ist es ja gut, dass wir euch heute mal so ein bisschen zusammengeführt haben. Jetzt mal ein kurzes Werbepäuschen und dann gehe ich nochmal rüber zum Ron. Birgit Laurich ist Botschafterin der allumfassenden göttlichen Fülle, die Manna genannt wird. Es ist ihre Lebens- und Herzensaufgabe, dich mit all ihren spirituellen Gaben sowie ihrer langjährigen Erfahrung in ein glückliches Fülleleben zu führen. Dabei unterstützt sie dich liebevoll, einfühlsam und beantwortet all deine Fragen ehrlich und treffsicher. Zusätzlich hat sie dafür mit der Intuition des Göttlichen vielfältige Manna-Fülle-Produkte entwickelt. Sie arbeiten gleichzeitig als besonderes spirituelles Werkzeug und Hochfrequenzsender Empfänger zur geistigen Welt für dich. Die Zeitschrift, also über das Online-Symposium haben wir ja schon geredet. Da kriegt man natürlich auch die Informationen natürlich im Internet, natürlich auch auf unserer Facebook-Seite. Wir sind übrigens auch bei Instagram, also da können Sie sich auch gerne mit uns verknüpfen. Wir auch. Ah, wunderbar. Also da ist schon auch ein neuer Trend. Ne? Also Spiritualität bedeutet ja nicht eingestaubt zu sein, sondern ganz im Gegenteil. Deswegen das Online-Symposium ist ja auch eine ganz neue Technik. Das gab es vor 5 Jahren, konnte man das noch nicht machen, weil da die Leitungen gar nicht schnell genug waren und da gab es auch gar nicht so eine Software. Ne? Aber also, was man auch sagen muss, du hast schon auch einen gewissen Zeitgeist damals schon entdeckt. Denn die Zeitung, die gibt es ja nicht erst seit kurzem, sondern die Zeitung hat ja auch schon knapp 25 Jahre auf dem Buckel. Wie war das denn damals? Also eine Zeitung rauszubringen, die Entstehungsgeschichte sozusagen. Ja, also 1994 ist die erste Ausgabe erschienen und das ging eigentlich zurück auf 2 Begebenheiten. Ich hatte mein Studium leider nicht abgeschlossen nach 12 Semestern, weil mir die Universität zu abgehoben war. Das hat mir irgendwie nichts mehr gebracht. So. Und ich war dann auf einem Schamanenseminar 1990 bei Harley Swiftier und der hat uns so gefragt, ja, was ist euer Weg mit Herz? Ne? Und ja gut, sollte man so eine Visionssuche machen und da kam das bei mir so, ich möchte eine Zeitschrift machen. Und dann hat er aber gesagt, you need prerequisite knowledge, also so Fachwissen oder handwerkliches Wissen, so du musst das, die Vorkenntnisse. Ne? Und da habe ich dann so überlegt, ja, wie kriege ich die jetzt? Ich weiß überhaupt nicht, wie man eine Zeitschrift macht, keine Ahnung. Und dann war ich auf dem Arbeitsamt, weil ich eben besagtes Studium nicht fertig gemacht hatte. Musste ich dann da mal hin und so, ich war dann arbeitslos. Und dann hat die mich gefragt, ja, was möchten Sie denn tun? Habe ich erst mal nicht gewusst. Und dann bin ich heim, dann habe ich gedacht, diese Frage ist gar nicht so schlecht. Was möchten Sie denn tun? Dann bin ich das nächste Mal hin und habe zu ihr gesagt, ja, ich möchte gerne Zeitschrift machen. Und ich möchte gerne Ausbildung machen in einem Verlag, um zu lernen, wie das geht, ja, um dieses handwerkliche Wissen zu kriegen. Ne? Und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann einen Verlag gefunden. Das Arbeitsamt hat die Umschulung bezahlt. Ich war umschulungsberechtigt, weil ich eben keine abgeschlossene Ausbildung hatte. Das war also ein Vorteil. Und ja, ich war damals eben schon sehr stark spirituell interessiert. Damals habe ich ganz viel mit der Hare Krishna-Bewegung gemacht, indische Spiritualität und eben auch mit indianischem Schamanismus und habe dann eben ja, irgendwie diesen Wunsch, der war so stark, ne? Das war so mein Weg mit Herz, so. Das war das, was ich machen wollte. Mich hat interessiert, wie kriege ich die Buchstaben aufs Papier. Ne? Wie hat sich die Zeitung in diesen 23 Jahren verändert? Also war früher mehr Spirit drinnen und heute ist mehr Wissenschaft, weil du ja heute mehr in Richtung Wissenschaft auch gehst? Nee, das ist nicht so. Also ich gehe nicht mehr in Richtung Wissenschaft. Ich hatte es dir vorhin erzählt, dass ich jetzt mal, ich habe mein Studium jetzt abgeschlossen. Ich habe nochmal an der Humboldt-Universität den Bachelor in Kulturwissenschaft gemacht. Aber das hat mich erfrischt. Das war so, um das Spirituelle nochmal wieder von der anderen Seite wieder zu ergänzen und wieder etwas zu untermauern. So, ne? Weil ich habe sehr viel jetzt die letzten Jahre mich nur mit Spiritualität beschäftigt. Und eigentlich die ganze Zeit kann man fast sagen, wo ich die Tattwa mache. Aber da war immer natürlich dieser wissenschaftliche Teil von mir, was da in meinem Blut auch drin schwimmt, auch mit dabei und so. Ne? Und das war jetzt nochmal so eine Auffrischung. Aber ich glaube, dass es
ziemlich konstant ist. Also es geht immer mal so hin und her. Ne? Das hängt immer davon ab, was mich gerade interessiert. Dann kommen dann verschiedene Themen halt stärker drin vor. Und dann, das ändert sich mal, aber das ist immer so eine Schlangenbewegung. Ne? Es geht mal auf die eine Seite, mal auf die andere. Und jetzt habe ich auch seit 5 Jahren eine sehr gute, qualifizierte Kollegin, die Gabriele Sick, die auch mit das Symposium veranstaltet. Also wir sind jetzt zu zweit eigentlich seit einer Weile jetzt, sie hat sich da langsam reingearbeitet und man kann jetzt sagen, da kommt nochmal auch dieser weibliche Impuls mit rein, so, ne? Das finde ich auch super gut, ja, also und auch, ich finde es auch sehr gut, dass ich nicht mehr alleine bin damit. Ich hatte schon verschiedene Partner im Laufe der Jahre, wir haben das ja auch zu zweit gegründet damals mit Markus Schmieke noch, der auch heute Karriere gemacht hat in der Medizin und alternativen Heilweisen. So, hat so also auch hier wieder die Kombination im Endeffekt miteinander verbunden. Und eigentlich finde ich, ist das, und deswegen freue ich mich auch sehr, dass du heute gekommen bist, auch wenn wir natürlich noch viel, viel mehr über deine Arbeit auch hätten reden können, aber es ist ja immer schön, wenn ich auf die Uhr gucke und denke, was, es ist schon so spät, dann war es ein interessantes Thema. Und du bist jetzt in Berlin ansässig, deswegen der Weg ist ja nicht so weit. Den Zugang haben wir jetzt zueinander gefunden. Du guckst einfach mal wieder vorbei. Ich wollte mal noch einen schönen Satz dalassen für sehr die gerne. Zuschauer, auch von Elivas Levi, der nämlich gesagt hat, Glaube ohne Wissenschaft führt zu Aberglaube, aber Wissenschaft ohne Glaube führt zu Zweifel. Wir brauchen beides. Also die Wissenschaft kann der Spiritualität helfen, einen fundierten Glauben zu entwickeln, einen echten, guten Glauben, kein Aberglaube. Aber die Wissenschaft braucht die Spiritualität, weil sie sonst in einem uferlosen, endlosen Zweifel endet, wo keine letzte Wahrheit mehr möglich ist. Weil das, wenn man das nur so rational betrachtet, bleibt hinten irgendwo immer ein offenes Ende. Du kriegst es nicht zusammen so. Ne? Und da braucht man dieses Element der Spiritualität. Ja. Es gibt einfach Dinge, die sind nicht vorstellbar. Also ich probiere seit Anfang meines Lebens, nein, nicht ganz seit meinem Anfang, weil da habe ich noch nicht so viel denken können, aber über das Wort Unendlichkeit nachzudenken. Und ich habe es bis heute nicht begriffen. Und auch kein Wissenschaftler kann es mir trotz alledem erklären, auch wenn man weiß, dass es gibt, diese Unendlichkeit. Aber ich stehe vor einem Rätsel, leider Gottes. Das war sehr spannend. Jetzt geht es nochmal weiter mit dem Leisure Friday, denn wir probieren ja hier immer, Spiritualität auf unterhaltsame Art und Weise mit auf den Weg zu geben. Und deswegen sorgt jetzt für die Unterhaltung hoffentlich der Holländer, der Danny. Aber Sie denken dran, wir wollen Sie natürlich auch mit Mystik nicht in Ruhe lassen, sondern Sie können sich wirklich auch unerklärliche, übersinnliche Dinge mal anschauen. Und das ist wirklich eine tolle DVD. Da geht es nämlich auch um Medialität, da geht es um auch Glauben und da geht es natürlich auch um Spiritualität. Diese schöne DVD können Sie gewinnen, wenn, möchtest du, dass Thomas Anders und Dieter Bohlen wieder zusammen auftreten? Würde mich freuen, ja. Ah, okay, also würde A auch in irgendeiner Form stimmen. Ich würde A wählen. Wir lassen einfach heute beide Antworten gelten. Rufen Sie an, das ist besonders einfach, denn wir wollen heute wissen, sollen sich Thomas Anders und Dieter Bohlen laut Ronald Engert wieder vereinen? Er würde es gerne sehen, aber er würde auch gerne Wissenschaft und Spiritualität miteinander vereint sehen. Unter den eingeblendeten Telefonnummern sind wir zu erreichen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Einzelner Schluss ist 15 Uhr bzw. bis 15 Uhr, sonst Anrufbeantworter geschaltet. 18 Jahre müssen Sie sein, 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobil kann es ein bisschen teurer werden. Der Holländer. Du hast Spiele mitgebracht. True Stories. Das sind auch manchmal unerklärliche Wahrheiten, oder? Richtig. Wir haben das, ich weiß gar nicht, letztes Mal, glaube ich, vor 3 Wochen oder so gespielt und das hat so einen Spaß gemacht. Und wir hatten auch noch Karten übrig. Da sind ja noch einige drin. Deshalb habe ich gedacht, komm, wir hören da auf, wo wir fangen da an, wo wir aufgehört haben. Ja, weil wir haben uns nämlich ein paar lustige Fragen rausgesucht, beziehungsweise du kamst ja gar nicht zu Wort, weil ich ihn mal wieder nicht zu Wort habe kommen lassen. Und damit das jetzt nicht wieder passiert, wir spielen. Naja, Entschuldigung, also wahrscheinlich schon, aber es war mir halt noch nicht bewusst. Ich dachte mir nur gerade, wann hat das denn angefangen? Das ist die Revanche für den hier, ne?
für den Holländer im Teaser. Gute Frage übrigens. Quizfrage hätte von mir sein können. So, True Stories. Ich lese eine Absurdität vor und gebe drei Antwortmöglichkeiten vor und möchte von euch bitte wissen, welches die richtige ist. Ist, glaube ich, auch aus dem Moses Verlag. Macht großen Spaß in einer abendlichen Runde. Was machte George Bush Senior auf einem Staatsdinner? Ich lese die Antwortmöglichkeiten langsam vor, damit ich niemand auf den Keks gehe. Er beschoss die Queen versehentlich mit einer Auster und verletzte sie leicht am Auge. Bei einem Besuch in Indien bestellte er sich einen Hamburger, weil ihm die örtlichen Speisen nicht schmeckten. Oder er übergab sich über den japanischen Außenminister. Boah. Das ist alles eigentlich... Ich bin für B. Ich bin Hamburger, bin ich auch. Der Hamburger? Ich bin für die Queen. Also ich würde ihm alles zutrauen, aber ich habe das Gefühl, ich hätte da irgendwie mal was mit Austern. Es kann auch Julia Roberts gewesen sein, die in Pretty Woman die Austern so schlecht gegessen hat. Ich wollte nur mal eine Latte für das Niveau setzen. Er übergab sich über den japanischen Außenminister. Tatsächlich. Peinlich. Was für ein Understatement. Was bedeutet der Name Kanada? 1. A. Großes Dorf. B. Land der Unwissenden. Oder C. Hinter und vor dem Berg gleich. Komm, Wissenschaftler, Ron. Das Schöne ist immer, also das kann peinlich werden, muss aber nicht. Weil das sind halt Fragen, das weiß einfach keiner. Die weiß keiner. Ja, aber Kanada könnte man vielleicht schon mal wissen, weil man es vielleicht irgendwo mal gehört hat. Ich wiederhole nochmal, großes Dorf, Land der Unwissenden oder hinter und vor dem Berg gleich. Also wahrscheinlich ist es aus dem Indianischen möglicherweise der Name. Und dann könnte es tatsächlich das mit dem Dorf sein. Großes Dorf. So. Ich schließe mich dem Wissenschaftler an. Ich auch. Ja, also das war ein guter Plan. Recht, oder? Genau so ist es. Das bedeutet großes Dorf. Man muss solche Sachen wirklich überdenken. Bei uns sagt man, es ist Kanada. Kanada. Also deswegen. Kanada. In Kanada. In Kanada. Ja. Es geht um die Band Rammstein. Wer hätte das von Till Lindemann, das ist der Frontsänger der Band Rammstein, gedacht? Er ist Gründer einer Auffangstation für verletzte Wildtiere. Er war 1980 als Olympiaschwimmer der DDR-Mannschaft vorgesehen. Oder er hört privat gerne Helene Fischer. Helene Fischer privat? Naja. Also ich glaube, das ist eigentlich, der tut jeder immer so. Jeder hört privat gerne Helene Fischer, gibt es nicht zu. Ich finde sie toll, aber ich höre sie nicht gerne privat. Ich glaube, das ist, der ist gar nicht so böse, wie er immer so tut. Und deswegen, glaube ich, hat der die Tiere gerettet. Mhm. Ich schließe mich an. Ach so. Ich mich auch. Echt? Ja. Na, der kommt, das ist ein Ossi und der war 1980 als Olympiaschwimmer vorgesehen. Ja? Naja, von der Statur, der ist schon auch ganz gut gebaut. Oh ja, das ist ein Viech, bitte dich. Mhm. Bobby Leach war der zweite Mensch, der den Sturz in einem Fass die Niagara-Fälle hinunter überlebte. Was geschah 15 Jahre später? Leach ertrank, als er in seiner Badewanne einschlief. Das Fass wurde für 2,5 Millionen US-Dollar bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung versteigert. Oder Leach rutschte auf einer Orangenschale aus und starb. Das ist ja tragisch. Das ist so, wenn das für 2,5 Millionen von... Na, aber das ist es nicht. Also das ist so, das ist naheliegend, ne? Also, okay, 50-50. Na, dann ist er ausgerutscht. Nee, was? Das mit der Badewanne ist es nicht? Es wäre die Badewanne, in der er eingeschlafen ist. Badewanne macht mich so vertraurig, weil ich an Whitney Houston denken muss. Die Badewanne, ja? Das war ja schon mal so ein Schicksal. Meinst du, es gab es davor schon mal? Macht dich das so traurig wie die 18 Flamingos im Berliner Zoo? Ja, macht mich auch so traurig. Ich wollte darüber nicht mehr nachdenken. Das ist auch nichts zum Lachen. Sind 18 Flamingos durch den Orkan getötet worden, weil die so sensibel sind. Ich glaube, die sind wahrscheinlich am Herzinfarkt oder an irgendwie Panikattacken verstorben. Gestern. 18 Flamingos im... Ne, macht euch jetzt auch alle traurig. Ich wollte euch nicht traurig. Gut, wir möchten natürlich nicht unerwähnt lassen, wieder der dass, Holländer. Dass ja auch vier Menschen gestorben sind. Das ist natürlich auch sehr tragisch. Wer war es und jetzt es noch was Lustiges? Es geht um die Orangenschale. So. Die Orangenschale. Was Lustiges... Du hast recht, komm. Was hat J.R.R. Tolkien... Herr der Ringe, Autor, testamentarisch verfügt. Seine Erben mussten Elbisch lernen, bevor sie sein Vermögen erhalten konnten. Das ist lustig wieder. Auf keinem seiner Bücher dürfen seine Vornamen ausgeschrieben werden. Mhm. Oder seine Trilogie Der Herr der Ringe darf nicht von Disney verfilmt werden. Mhm. Also, man kennt ihn ja nur unter J.R. Tolkien, deswegen würde ich das mit den... Ne? Ja, also, ist der Wissenschaftler
hier sich mit der Unterhaltungsmoderatorin einig. Das ist ziemlich plausibel hier. Ja, also ich kenne ihn unter JAA, aber wenn man ihn auch unter JR kennt, dann... Gabi? Ich bin auch für den Namen. Er hat tatsächlich verboten, dass Disney seine Filme, seine Trilogie verfilmen darf. Cool. Finde ich irgendwie einen ganz guten Move. Ron, jetzt haben wir viel von dir gelernt, aber du hast auch viel von uns gelernt. Der Unterschied ist, dein Wissen war nützlich. Unterhaltsam, hoffentlich. Nein, aber es geht eben darum, dass man auch als spiritueller Mensch ruhig auch am Boden bleiben kann und man muss viel lachen. Lachen gehört zum Leben, zu einem leichteren Leben. Und deswegen wünsche ich Ihnen jetzt ein fröhliches Wochenende mit viel Lachen und viel Freude. Wir sehen uns am Montag wieder und wir gucken noch mal auf den Spruch des Tages, bitte schön. Oh, der ist so lang. Soll ich? Ja, bitte. Oh, das ist zum ersten Mal, dass ich das mache. Der Spruch des Tages. Wissenschaft kann die letzten Rätsel der Natur nicht lösen. Sie kann es deswegen nicht, weil wir selbst ein Teil der Natur und damit auch ein Teil des Rätsels sind, das wir lösen wollen. Max Super. Planck. Das ist sehr schön, sehr passend. Und Gott sei Dank musste ich ihn nicht lesen, so konnte ich ihn denken. Genießen. Und verstanden. Ja. Haben wir jetzt nur das Horoskop? Das Horoskop zum Flirten fürs Wochenende, damit Sie wissen, ob die Sterne richtig stehen und ob es sich lohnt, am Wochenende auf Pirsch zu gehen. Ansonsten lohnt es sich ja immer, ein bisschen unterwegs zu sein. In diesem Sinne, wir haben noch kurz, wieso? Die Uhr steht auf Null. Komm, eine Frage geht noch. Ja, was gibt es vom Computerspiel Guitar Hero, und zwar die Aerosmith-Version, zu vermelden? Ich habe die Frage nicht verstanden. Da okay, bin ich schon raus. Wir nehmen die nächste. Das ist auch lustig. Was hat es mit dem griechischen Volkstanz Sirtaki auf sich? Sirtaki ist eigentlich ein Fleischgericht, weil die Tänzer so aussehen wie Fleischröllchen auf einem Grill, wurde der Tanz so genannt. Oder aber, Sirtaki ist gar kein griechischer Volkstanz. Er wurde speziell für den Film Alexis Sorbas entwickelt. Oder Sirtaki war ein griechischer Schuster, der mit dem Tanz zeigen wollte, wie gut die Qualität seiner Schuhe war. Das stimmt doch gar nichts, oder? Das ist doch eine Frage, die hat sich der Holländer ausgedacht. Ja. Wir machen es kurz. Das ist gar kein griechischer Volkstanz. Er wurde tatsächlich für einen Film erfunden. Und jeder denkt, da-ding, da-ding. Das ist doch das mit den Beinen und wo man immer schneller wird, oder? Jeden Tag eine Lernaufgabe, die haben wir heute wieder erfüllt. Herzlichen Dank, Ron. Am 20. bis 29., da geht es ein bisschen ernsthafter zu. Da geht es nämlich um das Online-Symposium Wissenschaft und Spiritualität. Die Welten, die sich hoffentlich bald auch wirklich mehr miteinander verbinden. Mehr Informationen zu uns auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns auch virtuell einmal liken. Und ihr seid ja auch Social Media mäßig unterwegs. Auch da gerne mal vorbeischauen. In diesem Sinne, Gabriele, gute Heimreise. Wir sehen uns Ende November wieder. Und wir uns natürlich am Montag. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Servus.